Moment mal, Front Left. Liege ich da jetzt richtig? Vielleicht liege ich da jetzt richtig. Es kann doch sein, dass ich da jetzt komplett falsch liege. Front Left, ich bin ja Front Left, oben links. Kann es vielleicht sein, dass ich insgesamt 9 Charaktere bekomme und diese Charaktere in 3 Reihen aufgeteilt werden? Die vorderste Reihe, die mittlere Reihe, die hinterste Reihe. Ähnlich wie beim Fußball. Der Sturm, das Mittelfeld, die Verteidigung. Ja, ich vergleiche sowas oft mit Fußball, damit ich das leichter verstehe. Vielleicht, wenn ich das jetzt so sehe, die vordere Reihe konzentriert sich aufs Angreifen. Riskiert aber auch den größten Schaden. Die mittlere Reihe ist, sag ich jetzt mal, so das Mittelding zwischen Angriff und Abwehr. Und bekommt auch weniger Schaden. Ganz hinten stehen dann halt die Zauberer. Habe ich das jetzt so richtig gesehen oder bin ich jetzt mit meiner Theorie komplett falsch? Egal. So. Magic 0. Okay. Das bedeutet wahrscheinlich, wie viele Magie-Fähigkeiten habe ich? Ja, denn sie hat 4. IP-Skills. Ach, sie hat da eine. Kann ich mir gleich mal anschauen. Wunderbar. Red. 2 von 2. Was ist das? Red, Yellow, Green, Blue. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber egal. Total. Ah, okay, das bezieht sich wahrscheinlich gerade auf dieses Red, Yellow, Green, Blue anscheinend, okay. Und was die LP sind, weiß ich nicht. Anscheinend teilen wir uns die LP, wie ich das so richtig sehe. Da ich jetzt auf einmal nur noch 99 habe. Ich weiß zwar nicht warum, aber egal. So, was haben wir hier? Menü wählen, Position. Hä? Warum kann ich das jetzt hier nochmal auswählen? Das konnte ich doch bei der Matrix auch. Was zum Kuckuck ist das jetzt? Hä? Es tut mir leid, das sieht für mich wahnsinnig kompliziert aus. Das sieht ja wahnsinnig kompliziert aus. Okay, egal. Hier kann ich nichts nehmen. Und wow, ich spiele schon eine halbe Stunde. Ich bin jetzt wahrscheinlich eine Viertelstunde alleine schon einen ganzen Part durch dieses Menü durch. Wow. Okay. Das könnte ein wahnsinnig kompliziertes Spiel werden. Grillechse gefunden. Sehr schön. Das macht was? Das muss ich jetzt anschauen. Ach, ich wollte ja noch schauen, was sie... Was jetzt... was? Erste Hilfe, okay. Halt Nachbarn um ein Drittel der maximalen HP. Was sind Nachbarn? Welle... Was? Was? Welle Blue 4. Es tut mir leid, das kapiere ich nicht. Bitte, bitte, liebes Spiel, erklär mir das noch. Denn sonst sehe ich hier schwarz. Ich frage mich, ob der Blitz, der Lamikas Haus zerstört hat, vom Turm des Todes verursacht wurde. Nun, Spike, wenn du müde bist, solltest du dich in deinem Bett ausruhen. In deinem eigenen Bett ist der Schlaf viel erholsamer. Aha. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, erhole ich mich vielleicht nicht zu 100%, wenn ich in ein Gasthaus gehe. Wenn ich mich in mein Bett ausruhe, dann schon. Okay, ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Hi, Spike. Was darf's heute sein? Etwas kaufen über Status. Was? Info alter Text. Das sind alle alten Texte, die du im Turm des Todes finden kannst. Was? 1. bis 5. Stock Schnitter und Kopfnuss. Erste Hilfe. Blitzschlag. Hä? Was wollt ihr von mir? Hä? Ich hab kein Wort verstanden, aber egal. Waffe und alles andere bringen wenig, wenn du den Statusbildschirm nicht lesen kannst. Ich kapier von dem Spiel gerade gar nichts. Hör zu, drück Start, um den Statusbildschirm zu öffnen. Dort kannst du Waffen ausrüsten und Gegenstände verwenden. Ist doch einfach, oder? Hahaha, witzig! Wenn du nach den Kämpfen gegen die Monster müde bist, solltest du dich in einem Gasthaus etwas ausruhen. Wenn du in den Kirchen mit den Pastoren redest, kannst du das Spiel speichern. Ja, das stürzt sich dann auch irgendwie aus dem Spiel raus, oder? Vergiss das nie. Du kannst das Spiel auch pausieren. Mit Select rufst du die Karte auf, drück dann Start, um ein Notizbuch abzuspeichern. Denk aber dran, dass du dadurch das Spiel nicht dauerhaft abgespeichert wird. Du musst mit den Pastoren reden, um das Spiel abzuspeichern. Aha, jetzt kapiere ich. Also das mit dem Select ist also eine Art Schnellspeichern. Mehr kann ich dir wohl nicht mehr beibringen. Hahaha,
Wie wär's mit dem Tutorial durch dieses wahnsinnig komplizierte Infomenü? Egal. Etwas kaufen. Ah, okay. Ausrüstung kaufen, Gegenstand kaufen, Ausrüstung verkaufen, Gegenstand verkaufen. Seit wann ist besteht Verkaufen aus zwei Wörtern? Warum steht da V kaufen? Habt ihr nicht mehr Platz für ein E und ein R gehabt, oder was? Ausrüstung, Messer, Kampfmesser. Aha, das Kampfmesser ist schon mal stärker. Okay, die Rute ist stärker für sie. Start. Gut gegen harte Monster. Okay. Okay. Ja. Okay. Ich möchte mal ein bisschen mehr Angriffskraft haben. Wobei, ich kaufe mir ein Kampfmesser. Ja, kaufen. Ihm? Ah, das ist ja interessant. Das ist schön gemacht. Das ist schön gemacht. Okay, Pluspunkt für das Spiel. Das Ausrüstungssystem vom Kaufen her ist genial gemacht. Wirklich Pluspunkt fürs Spiel. Sehr schön. So, mehr brauche ich erstmal nicht. Ausrüstung verkaufen. Ich möchte bitte das Kampfmesser verkaufen. Achso, das habe ich ja gerade gekauft. Ups, Entschuldigung. Ich möchte das kleine Messer verkaufen. Okay. Warte mal. Ah, doch nicht. Okay, dann möchte ich mal Gegenstände kaufen. Gegengift. Da kann ich sicherlich was davon gebrauchen. Da kaufen wir uns mal 5 Stück. Belebung. Okay, nein, das will ich noch nicht kaufen, das ist zu teuer. Halt Schlaf. Kaufen wir mal 2. Magienadel. Halt Paralyse. Kaufen wir uns mal 2. Schrei. Halt Verwirrung. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das stumm halt. Halsbonbon. Halt Stille, okay. Kaufen wir uns 2. Gut, dann haben wir jetzt alles gekauft. Gut, hier haben wir uns schon mal ein bisschen umgesehen. Kann ich hier zu den Kisten? Vielleicht durch eine Art Hintereingang? Ah, ein Magiesirup, okay. Kann ich durch eine Art Hintereingang in dieses Gebäude rein, um die Kisten zu nehmen? Okay, es ist schlecht gemappt. Ah! Ha! Ich bin geil! Ich bin geil! Sagt's das, dein Drachenei. Okay. Sagt's, dass ich geil bin. Wahnsinn! Wie ich halt auf sowas komme. Ich habe zu viel Final Fantasy gespielt. Ich habe definitiv zu viel Final Fantasy gespielt. Okay. Ah, da, ein Abwehrring. Okay. Den kann anscheinend nur sie ausrüsten. Schützt vor Magie. Den kann nur sie ausrüsten. Dann... wenn ich das jetzt... Ach! Aha! Ach! Interessant! Also, wenn ich das jetzt richtig hier raus sehen kann. Ohrringe. Ich kann es anstelle der Ohrringe tragen, dann erhöhe ich mein... Das war, glaube ich, REK, wenn ich mich nicht... Nein, REG war das, genau. Und senke damit mein Magie. Aber ich sehe jeweils nicht um wie viel. Ah, um jeweils 7. Um 7 senke ich es? Nein, um 8 senke ich es. Hä? Ich kapiere zwar nicht, woran da man jetzt... Also ich sehe, um wie viel... Nein, ich sehe auch nicht, um wie viel... Ja. Gut, ich komme noch nicht so ganz damit klar, aber es wird. Hoffe ich. So, wir haben auf jeden Fall hier schon mal gefunden. Ach, da fällt mir ein, wir haben ja ein Drachenei gefunden. Was ist das? Alle. Drachenei. 8 davon erfüllen deinen Wunsch. Ist das jetzt euer Ernst? Findet alle 7 Dragon Balls. Ach nein, hier haben wir ja 8. Das ist ja was komplett Neues und Innovatives. Tut mir leid. Gottes Willen.
Wobei, jetzt muss ich überlegen. Was gab es vorher, Luffy oder Dragon Ball? Ich weiß nicht mehr, wann dieses Spiel rausgekommen ist, Dragon Ball. Luffy. Und ich weiß auch nicht mehr, wann Dragon Ball rausgekommen ist. Es würde mich jetzt aber mal interessieren, ob das von irgendjemandem abgekupfert ist. Ich will mich jetzt nämlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und, behaupten, dass Luffy von Dragon Ball das abgekupfert hat. Mau. Das will ich jetzt nicht behaupten. Aber es sieht sehr danach aus, dass das irgendjemand abgekupfert hat vom anderen. So, jetzt brauche ich erstmal einen Schluck. Okay, das ist wohl die Kirche, okay? Was bringt dich heute hierher? Speichern Magie lernen über Magie. Erstmal über Magie. Du kannst Magie lernen, indem du deine LP... Aha, danke! LP sind Lernpunkte. Einsetzt. Du erhältst Lernpunkte, indem du gegen die Monster kämpfst. Okay, anscheinend bekomme ich nach einem Kampf Erfahrungspunkte und Lernpunkte. Okay. Du kannst in allen Kirchen auf der ganzen Welt Magie lernen. Magie wird dir auf deiner Reise sehr hilfreich sein. Okay, ich komm mit. Ich langsam aber sicher, okay? Magie lernen. Ah, er könnte stark erlernen. Und das kostet 50 Lernpunkte. Hält Gift bei allen Zielen, okay? Also ich könnte ihm das jetzt beibringen. Mach ich aber noch nicht, weil ich keine Ahnung habe, was das mittlere Feld da mit diesem blauen Teil auf 6 bedeutet. Ich weiß nicht, was das bedeutet, weil wenn das nämlich bedeutet, dass der liebe Spike da irgendwie 6 auf Blue bräuchte und ich 0 habe, dann kann ich das ja nicht benutzen. Also ich komme da nicht, noch nicht so ganz mit. Aber langsam aber sicher wird es. Ich muss Lamikas Haus reparieren. Sicher werden alle mithelfen und die Sache ist ihm nur erledigt. Da liegt nichts und ist da was drin? Nein, da ist nichts drin. Okay, wo sind wir hier? Ah, dein Gesicht sieht anders aus, Spike. Ah, du siehst langsam aus wie ein richtiger Mann. Ich glaube, ich sehe da Wichsflecken auf deiner rechten Seite. Ah, das könnte aber auch irgendein Sekret einer Frau sein. Wirklich? Wirklich? Ja, okay. Ah, ist das vielleicht unser Opa? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Galaxie gefunden. Was auch immer das ist, ich sollte vielleicht mal nachschauen. Ja, es tut mir leid, es wird sehr, sehr zeitintensiv, dieses Spiel, da ich es nicht kenne. Und das Spiel sieht wahnsinnig kompliziert für mich aus. Halt HP und MP ein wenig. Wow, das ist was Gutes. Das ist was Gutes, das ist was richtig Geiles. Sehr schön, gefällt mir. Eine Art Mini, Super Mini Elixier. Sehr schön, gefällt mir. Okay. Was steht hier drauf? Geradeaus zur Kirche von Pathos, okay. Ah, danke Spike, du hast mir mein Leben gerettet. Mein Haus ist zerstört, aber alle wollen mir beim Neubau helfen. Es ist schön für dich. Ich bin so froh, dass es Lamika gut geht. Danke Spike. Alle wollen beim Neubau des Hauses helfen, aber wir brauchen einen Zimmermann. Spike, kennst du einen guten Zimmermann? Nein, aber das hört sich ein wenig nach Sidequest an. Gehst du wirklich auf ein großes Abenteuer, Spike? Das hat sich schon schnell rumgesprochen. Ich will mit! Wusstest du schon, dass du in den Städten manchmal Gegenstände finden kannst, in denen du den A-Knopf drückst? Ja, habe ich schon rausgefunden. Zum Beispiel in diesem Brunnen. Stell dich vor ihn und drücke den A-Knopf. Ah, danke. Oh! Oh mein Gott! Danke, Junge! Geil! Sehr schön, danke, da verspreche ich dich sogar nochmal. Du erzählst aber nur nochmal den gleichen Bullshit. Bla 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 bla. Hey, da fällt mir was ein. Hat das Spiel vielleicht einen Switches-Fehler? Einen Fehler mit den Switches? Und zwar? Ha! Nein, leider nicht. Schade. Ich habe damit gerechnet, dass vielleicht jetzt wieder eine Belebung drin ist. Aber denn sowas gibt es oft bei alten Spielen.